Das ist eine schöne Melodie, ne? Das ist noch richtig Musik. Wir waren neulich in Königsberg, da hat das ein Straßenmusiker gespielt. Wart ihr schon mal da? Das ist eine unglaublich interessante Stadt. Also gut, irgendwann habe ich dann gedacht, so ähnlich wie meine linken Ideale bröckeln hier die Häuser. Aber die Stadt hat ja auch eine jahrhundertealte preußische Tradition. Und das spiegelt sich auch in der Architektur. Und die hat die kommunistische Misswirtschaft ja erstaunlich gut überstanden. Und ich finde das schön, wenn man das auch mal sieht, dass das Deutsche an sich eben nicht nur Krieg und Schrecken verbreitet hat. Das ist ja vielleicht auch typisch, dass wir aus unserer Generation da eigentlich nie hingefahren sind. Vielleicht wollten wir die Realität unserer Utopie einfach nicht überprüfen. Aber mein Vater wollte die Gegend ein letztes Mal sehen und plötzlich wusste ich, dass der Osten auch mich etwas angeht. Der Osten. Wo genau fängt eigentlich der Osten an? Für mich war ja schon immer ganz lange direkt hinter Potsdam Schluss, aber das hat sich ja nun geändert. Als Jugendliche wollten wir nie zuhören, wenn mein Vater über seine alte Heimat geredet hat. Wir fanden das immer unglaublich reaktionär. Klar, wegen der schlimmen Vergangenheit. Aber die Schule hat dann doch auch sehr viel zur Entfremdung beigetragen. Natürlich war die Ächtung der Nazi-Zeit richtig, aber die pauschale Verurteilung unserer Vergangenheit hat dann doch auch sehr viel kaputt gemacht zwischen unseren Eltern und uns. Als ich dann dabei war, als mein Vater die Orte seiner Kindheit wiedergesehen hat, da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, was ist das eigentlich für mich? Heimat. Einzelne Puzzleteile, denen die Bindeglieder fehlen. Und obwohl ich selbst im Westen geboren bin, habe ich mich plötzlich gefühlt wie endlich zu Hause angekommen. Es gibt Landschaften des Herzens, die man entdeckt wie einen lang vergessenen Traum. Die Menschen da haben uns alle unheimlich freundlich aufgenommen. Viele haben ja sehr positive Erinnerungen an die Deutschen und begegnen ihnen ohne Vorurteile. Einige sind auch sehr dankbar. Da gibt es jetzt eine Frau im Schloss von Merentin, die ist aus dem Westen und die hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Arbeitslosen da im Dorf Hoffnung und eine neue Arbeit zu geben. Wie so oft auf unserer Reise erschien es uns auch in diesem Falle so, als könnten da wirklich nur Menschen von außerhalb etwas bewegen. Mein Vater kannte ja noch einige. Er hat da ja gelebt, bis er beim Polenfeldzug mitmachen musste. Da steht in dem Ort so eine kleine Kirche. Da ist er direkt vom Einrücken hingegangen und hat Gott um Beistand gebeten. Der Pastor da hat uns die Kirche nochmal aufgeschlossen. Und er hat sich entschuldigt, weil das alles nicht mehr so in Schuss ist wie früher. Aber mein Vater hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um eine Schuld auszusprechen. Und ich finde das unglaublich schön, dass es heute so viel Versöhnendes gibt. Und das hat mein Vater zu der alten Frau auch gesagt, die heute auf seinem Hof lebt. Er hat gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, zwischen Opfern und Tätern zu unterscheiden. Tote sind Tote. Der Krieg kennt nur Verlierer, unschuldige Opfer. Sie sind eine Vertriebene, hat er gesagt, und ich bin auch ein Vertriebener. Und er hat ihr versichert, dass er ihr überhaupt nicht böse ist, dass sie jetzt da wohnt. Und hat ihr noch etwas Geld dagelassen zur Erhaltung seines Hofes. Und was das Versöhnende anbelangt, als ich gehört habe, dass Schröder zum D-Day-Treffen in die Normandie gefahren ist, als Gleicher unter Gleichen, da habe ich mich unglaublich gefreut. Und das muss man auch der Firma Dekusser zugestehen, die am Bau des Holocaust-Denkmals in Berlin beteiligt ist, für einen Sonderpreis, als Entschuldigung dafür, dass sie im Dritten Reich das Zyklon B für die Vergasung der Juden geliefert hat.
diese jungen Männer, die damals in den Krieg gezogen sind, wie mein Vater. Das waren glühende Hitlerverehrer, Wirrköpfe, missbraucht durch ein mörderisches System, wie sie es später als unschuldige Opfer in Stalingrad ja auch gemerkt haben. Missbraucht wie so viele andere. Glühende Hitlerverehrer. Ja, gerade uns Linke lehrt die Geschichte Demut. Wir wollten doch damals auch nichts wissen von den Verbrechen Stalins. Mein Vater hat mir die Stelle gezeigt in der Danziger Bucht, wo die Wilhelm Gustloff gesunken ist. Gerade eben ausgelaufen aus dem Hafen. 6000 Deutsche ertrunken. Angegriffen von russischen Torpedos. Das war doch ganz lange ein Tabu. Auch die Deutschen hatten Opfer. Auch Deutsche waren im Widerstand. Warum wurde der 20. Juli immer noch so defensiv gefeiert? Das waren alles aufrichtige Patrioten. Die wollten die Ehre Deutschlands retten. Die haben damals geglaubt, sie würden die Sudetendeutschen befreien. Stauffenberg zum Beispiel war ganz lange vor dem 20. Juli im Widerstand. Aber er hat eben aus Pflicht gedacht, er müsste vorher noch den Polenfeldzug und den Frankreichfeldzug mitmachen. Ja, ich weiß, aus heutiger Sicht klingt das sicher befremdlich. Zeigt doch aber zumindest eins. Der Widerstand in Deutschland war so groß, dass sogar die Faschisten selbst gegen Hitler waren. Und wie grausam hat sich Hitler Deutschland gerecht an den aufrechten Männern des Widerstandes. Erschossen, erhängt, genauso grausam, wie sie selbst es vorher mit ihren Feinden getan hatten. Und wie bitter mussten die deutschen Frauen ihre Schwärmerei bezahlen. In Hitler verliebt und dann vom Russen vergewaltigt. So lang Tabu und endlich wird es klar, dass das größte Opfer Hitlers doch der Nazi selber war. Wir dürfen unsere Geschichte nie vergessen. Sie erteilt uns einen Auftrag. Ich war nie Anhänger des Militärs, aber als ich gehört habe, dass die neuen Rekruten der Bundeswehr im Bendlerblock vereidigt worden sind, also da, wo der Widerstand um Stauffenberg organisiert worden ist, da war ich sehr froh. Denn das zeigt, und zwar gerade zum 60. Jahrestag des 20. Juli, dass die Bundeswehr heute in einer neuen, vollkommen anderen Tradition steht. In der Tradition des Widerstandes gegen Diktaturen. Und das ist unser Auftrag. Und wo immer heute Hitler sein hässliches Haupt erhebt, ob er es unter dem Pseudonym Milosevic oder Bin Laden tut, wird unsere Demokratie, unser Widerstand, das, wenn nötig, mit militärischen Mitteln verhindern. Und das ist das Verbindende, der Wunsch, den ich gemeinsam mit meinem Vater habe, die Lektion, die er aus seiner Geschichte gelernt hat und mir als Auftrag weitergegeben hat, als ich endlich bereit war, ihm wirklich zuzuhören, bevor es zu spät ist. Ein Bild unserer Reise werde ich wohl mein Lebtag nicht mehr vergessen. Wir standen auf dem Acker vor seinem Hof. Er nahm eine Handvoll Erde und diese Erde roch nach Heimat.